Hinter mir ist die Kirche St. Petri zu sehen, eine von Hamburgs großen Hauptkirchen und gleichzeitig die älteste Kirche Hamburgs. Zumindest nicht das, was man jetzt sieht, denn das ist ein Neubau, wenn man so will, aus dem 19. Jahrhundert. Die Kirche ist 1842 beim großen Brand Hamburgs auf die Grundmauern abgebrannt. Aber sie ist die älteste Kirche und nach unseren archäologischen Forschungen hier auf dem Areal der Hammerburg, wo ich gerade stehe, gehen wir davon aus, dass die Kirche sogar deutlich älter ist als bisher gedacht. Wir gehen nämlich davon aus, dass im Kern der Kirche unter dem Chorbereich Ansgars Missionskirche, also die Kirche, die Ansgar hier im 9. Jahrhundert ab 834 gegründet hat, zu suchen ist. Wir haben sie in der Hammerburg nicht gefunden, es muss sie gegeben haben und wir denken, dass sie am Standort einer Kirche ist. Und wir gehen davon aus, wenn mal St. Petri eine Fußbodenheizung kriegt, dann werden wir ausgraben können und stoßen auf Ansgars Kirche.